Michael Heilig bei mir. Erster Heimsieg und dann gleich so ein Ergebnis. Du als Abwehrspieler, was freut dich mehr? Die Anzahl der erzielten Tore oder dass wir so gut verteidigt haben? Ja, natürlich beides. Also zu Null spielen. Wir haben uns vor, das ist auf die Fahne geschrieben, wir wollen öfter zu Null spielen. Ich glaube, deshalb ist das sehr wichtig. Aber auch, dass wir uns heute belohnt haben, weil die letzten Wochen wollte der Ball nicht reingehen, vor allem in dem letzten Spiel. Und das wollten wir besser machen. Und deshalb sind wir froh, dass wir heute auch 6 Tore gemacht haben. Den Trainer frage ich ja natürlich auch immer, woran liegt es, dass wir die Dinger nicht wegmachen? Heute waren wir super effektiv. War das in der Woche auch irgendwo Thema im Training, dass ihr was ich Torabschluss oder sowas speziell trainiert habt? Ja, speziell nicht. Ich glaube, wir haben es jede Woche drin. Die Stürmer nehmen sich auch extra immer noch nach dem Training ein paar Bälle und schießen die Dinger aufs Tor. Ja, ist schwer zu sagen, wieso es manchmal klappt und manchmal nicht, aber ich glaube, ja, heute waren wir einfach dran. Ich glaube, trotz des deutlichen Ergebnisses, Willingen war eigentlich gar nicht so schlecht, hat immer wieder mal probiert, Nadelstich zu setzen, hat auch ja, die eine oder andere gute Situation bis zum 16er. Wie schwierig war es, ja, bei so einem Spielstand immer noch die Konzentration oben zu halten? Ja, natürlich. Wir wollen zu Null spielen, wie gerade eben gesagt. Deshalb muss man 90 Minuten aufmerksam sein. Wir haben es am Ende gesehen, dann kriegen wir fast noch ein Tor, obwohl wir einen Mann mehr sind. Und ja, ich glaube aber, wir haben alle durchgezogen, alle gearbeitet und deshalb ist das Ergebnis heute verdient und wir freuen uns über den ersten Heimsieg. Könnte auch, hat mich auch gefreut. Danke dir, Michi. Wir sehen uns nächste Woche. Danke. Ja, Nico, heute mal ein paar mehr Einsatzminuten bekommen. Wie war es für dich aus deiner persönlichen Sicht auf dem Feld? Ja, es war gut. Ich bin froh, dass es endlich mal geklappt hat, länger mal auf dem Feld zu stehen. Ich habe hart für gearbeitet und ja, bin einfach froh, dass ich endlich mal länger spielen durfte. Das Ergebnis hat, glaube ich, auch die Möglichkeit gegeben, dass du frühzeitig mal wechseln konntest, eingewechselt werden konntest. Wie wichtig ist es für dich, dass du auch längere Einsatzzeiten bekommst? Ja, also im Training, ich halte mit, ich bin da. Das ist einfach Spielpraxis. Ich muss auf dem Feld endlich mal Minuten sammeln, dass ich mich ans Tempo auch im Spiel gewöhne. Das ist doch mal was ganz anderes. Und ja, einfach Spielpraxis immer wichtig. Du wirst auf der Außenbahn eingesetzt. Holt man sich da dann, bist ja auch nach Koblenz gewechselt. Das ist jetzt nicht ganz neu für dich, ne? Auf gar keinen Fall. Aber holst du dir dann auch Tipps von so alten Hasen, wie jetzt zum Beispiel Markus Mendler? Ja, also ich habe sehr engen Kontakt mit Mende, mit Philipp Hoffmann von letztem Jahr auch immer noch engen Kontakt. Da fragt man natürlich mal nach, wie man welche Situationen am besten lösen kann. Und ja, also ich habe einen guten Draht zu den älteren Erfahrenen. Ich glaube, viele Situationen hast du heute gut gelöst. Herzlichen Glückwunsch und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wir dich öfters auf dem Feld sehen. Danke dir, Nico. Vielen Dank. Danke dir. Ja, David, 6 Buden heute im Homburger Waldstadion und erster Heimsieg. Wie viele Steine sind da so ein bisschen Last abgefallen? Ja, also war schon brutal wichtig. Das war so in den letzten Wochen unser Manko, dass wir die Chancen reinmachen, dass wir unsere Chancen nutzen. Und ich glaube, heute ist endlich mal so ein Knoten geplatzt. Dass dann gleich 6 werden, ist umso besser. Und auch schon mal wichtig für das allgemeine Gefühl in der Mannschaft. Ich glaube, tut uns alles sehr gut. Merkt man das als Stürmer auf dem Feld, dass man heute als Mannschaft diese Effektivität hat? Oder ist das wirklich situationsabhängig? Gerade, ich glaube, nach dem 2-0, 3-0 hatten wir 4 gute Möglichkeiten, direkt 4 Tore gemacht. Merkt man das auf dem Feld schon, dass heute so ein Tag? Ja, also ich würde sagen, das Gefühl hat sich so ein bisschen angebahnt, also im Laufe des Spiels. In der ersten Halbzeit war das Gefühl noch nicht so da. Da habe ich ja auch die eine Chance nochmal gehabt, wo leider nicht funktioniert hat. Ich wollte es nicht erwähnen. Ja. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Chancen. Also da hat dann so alles geklappt eigentlich, was wir uns vorgestellt haben. Und ist dann natürlich super für uns. Wir freuen uns alle. Ich glaube, dein Treffer war auch geil aus dem Lauf direkt reingezimmert. Hast du gut gemacht. Danke dir, David. Und so kann es weitergehen. Danke. Ja. Danke. Danke. Ja, Danny, mit den Spielern 6-0, Heimsieg gegen Willingen, konnte ich ja so ein bisschen frotzeln natürlich. Wie siehst du als Trainer die 90 Minuten? Ja, ich fand, dass wir ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert haben. Wir waren von der ersten Sekunde an präsent. Wir waren zielstrebig. Wir haben uns heute auch belohnt. Wir waren effizienter wie die letzten Wochen. Der Aufwärtstrend, den wir die letzten 2 Wochen an den Tag gelegt haben, der hat sich bestätigt. Und er hat mich freut, auch für unsere Stürmer. Ja, da haben wir jetzt 3 Jungs getroffen. Und ja, ich habe eigentlich gar nichts zu makeln. Die Null hat gestanden. Die
0 hat gestanden. Ja, was mir sehr wichtig war, am Schluss haben wir eine 2-1-Situation in Überzahl. Darf eigentlich nicht passieren. Aber wir sind einfach jetzt froh, dass wir nicht diesen ersten Heimsieg haben. Was mir jetzt aufgefallen ist, so ein bisschen Parallele zur letzten Saison, da hatten wir auch, sag ich mal, Ergebnisse, wo wir nicht so zufrieden waren und haben dann immer so einen rausgehaut. Ja, wir haben in Stuttgart 8-1 gewonnen. Ich glaube, in Aalen war auch ein 6-0 drin. Hast du da eine Erklärung dafür, dass wir ja, manche Spiele so effektiv auf einmal auf dem Platz stehen? Nein. Ich hab keine Erklärung dafür. Wichtig ist, dass wir die Chancen uns erarbeiten, dass wir da sind, präsent sind. Wir haben viel eingefordert, ja, weil wenn Flanken reinkommen, gewisse Laufwege, dass wir die halt sehen wollen. Und dann habe ich den Jungs gesagt, dann wird es halt irgendwann belohnt. Ja. Das erste Tor war so, ich glaube, das vom Sulic war dieses, wo dann halt der David auf der Erste geht und der Sulle geht knapp hinter ihm rein und der Ball kommt, dann ist das Tor. Und da müssen wir halt weiter fleißig sein und das ist dann so läuft das Spiel. Gut, wir haben in Stuttgart auch eine gelb-rote Karte zu uns und Gunsten gehabt, heute auch bei den Temperaturen. Mir ist aber lieber, dass wir keinen Ketchup-Flaschen-Effekt haben, sondern wir stehen 6-mal 1-0, wären wir lieber wie einmal 6-0. Was man auch sagen muss, dass eigentlich alle Tore, glaube ich, wirklich schön herausgespielt haben. Du hast das 1-0 erwähnt, schöne Flanke von Steinhardt, Sulle rennt schön rein, auch Flanke dann auf Mender, der am kurzen Posten einschiebt. Habt ihr das jetzt speziell trainiert oder ist es dann einfach auch mal die Folge von wochenlangem Training, dass dann sowas dann auch einfach mal funktioniert? Gut, das ist ja immer Bestandteil von unserem Training, dass wir Abschlussaktionen haben, durchs Zentrum, über außen, aus dem Halbraum. Das ist immer Teil unseres Trainingsprogramms. Vielleicht geht man, wie jetzt gesagt, mit diesem ersten Pfosten anlaufen, vielleicht auf kleine Details vermehrt ein. Aber ansonsten mache ich meine Arbeit so wie die letzten Wochen auch, so wie letztes Jahr. Und mein Job ist, die Jungs ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu gehen, dass sie sich wohlfühlen auf dem Platz. Und dann sind es am Ende auch halt auch immer die Spieler, die Entscheidungen treffen. Ja, und der David hat eine Riesenchance. Ich glaube, der hat gefühlt eine halbe Minute Zeit gehabt in der ersten Halbzeit, macht sie nicht rein. Warum er die nicht macht? Ich habe wahrscheinlich zu lange. Ich habe in der Halbzeit gesagt, David, nicht mehr denken, nur schießen. Und mich freut es, dass er dann das in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Du hast Nico Jörg viel Einsatzzeit gegeben, war das, glaube ich, nach 60 Minuten. Ist das auch so eine Folge der Trainingsleistung? Ja, wir schauen da genau hin, was im Training passiert. Wir haben ja unter der Woche ein Spiel gehabt gegen Elversberg. Da war mit Abstand der auffälligste Spieler bei uns. Und dann wird es einfach belohnt. Ja. Das ist ein Junge hier aus Homburg. Und er war jetzt einfach mal an der Reihe, dass man ihm jetzt einfach auch die Spielzeit gibt. Und es war letzte Woche war schon knapp dran. Er weiß es nur noch nicht. Also er hat jetzt gewusst, dass er auch letzte Woche knapp dran war, aber da war der Spielverlauf war halt anders. Danny, danke. War, glaube ich, ein tolles Spiel. Jeder ist heute zufrieden heim. Nächste Woche legen wir nach. Danke dir. So sieht's aus. Danke. Danke.